Wir sind beim Start der ersten Wermelskirchener Oldtimer-Rallye rund um Schlossburg und Fahrleiter Jörg Stoßberg jetzt bei mir. Ja, ähm, was erwartet uns heute hier für eine Veranstaltung? Ja, wir haben äh, vor einem Jahr gesagt, wir müssen was in Wermelskirchen machen. Lass uns doch einfach eine Oldtimer-Rallye veranstalten und äh, haben uns dann als Orga-Team Wermelskirchen gegründet und diese erste Oldtimer-Veranstaltung in Wermelskirchen hier organisiert. Und wie viele Teilnehmer sind dann heute gleich am Start? Ja, wir sind äh, mächtig stolz, bei der Erstausgabe gleich 67 Nennungen zu haben. Ja, und bei den Teilnehmern haben wir uns auch jetzt einmal umgehört. Klaus Pickert jetzt bei uns. Sie sind heute auch Teilnehmer hier bei der Ready. Mit welchem Fahrzeug sind Sie heute unterwegs? Ich bin heute mit einem Mercedes-Benz 600er aus dem Jahrgang 1969 hier. Und äh, ja, der Wagen hat also... Äh, 6,3 Liter, äh, 8 Zylinder und äh, 250 PS und ist im, Jahr, im Jahre 1964 bis 1982 gebaut worden. Äh, meistens sind oder ist fast alles Einzelanfertigung da ja auch äh, nur auf Bestellung lieferbar gewesen. Und wie ist die Vorfreude jetzt vor dem Start, vor der ersten Ausgabe? Ja, bei dem schönen Wetter kann man, kann man ja Wirklich froh sein, dass es äh, so angefangen hat. Die erste Rallye, ich hoffe, dass nicht die letzte ist. Und äh, dass der Jörg Stoßberg auch hier gute Arbeit leistet, wie das damals bei der Hassen auch gemacht hat. Kai Schulz jetzt bei mir. Wir sehen jetzt hier ein Mercedes, welche Marke oder beziehungsweise welches Modell genau? Das ist ein Unimog 411, Baujahr 1965. Also auch schon wirklich ein älteres Modell und dann ist es natürlich heute auch eine relativ weite Strecke. Interessant mit so einem Modell dann auch die Strecke zu fahren, oder? Ja, also ich habe den Unimog jetzt seit 31 Jahren und der Wucht. Wurde sehr lange in der Landwirtschaft eingesetzt. Und da haben wir auch immer mit zwei Anhängern Stroh vom Niederrhein geholt. Also von Düren und Kerpen mit zwei Zweiachshängern dahinter. Da waren dann die, die, die langen Berge, fuhren dann manchmal nur mit 5 km/h hoch. Ja, dann hoffe ich, dass es heute schneller geht und viel Erfolg heute beim äh, Start hier bei der Rallye. Ja, danke sehr. Uwe Donner jetzt bei mir. Du bist heute auch äh, dabei äh, bei der Rallye. Ja, äh, mit welchem Fahrzeug bist du unterwegs? Ja, ich bin unterwegs mit einem Triumph TR6, Baujahr 1972, der hat einen Sechszylinder, leistet 95 PS und fährt maximal 130 kmh. Du hast gerade schon zu mir gesagt, es klappert ein wenig, das ist dann auch auf der Strecke so. Ist das auch nochmal das besondere Feeling, was man da mitnehmen kann? Ja, deshalb Oldtimer und auch kein Youngtimer, Oldtimer einfach weil er technisch äh, immer noch ja, einfach mechanisch ist. Es klappert, es rappelt, die Federung ist nicht das, was wir gewohnt sind. Jeder Schlag, jedes Schlagloch nimmt man mit. Die Lenkung ohne Servo, viel Kraft im Oberarm. Ähm, ja, Oldtimer-Fahren. Es riecht nach Benzin, der, äh, man riecht die Abgase. Wunderbar. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß heute bei der Rallye. Danke dir. Ich versuche mal heute besser einen Platz zu hinterlegen als sonst. Friedhelm Steinhaus jetzt bei uns. Normalerweise kennen wir dich natürlich von den Röntgen Classics. Heute in Wermeskirchen bist du dabei. Wie kam es dazu? Ganz einfach. Georg Stoßberg ist also jemand, der uns immer unterstützt bei Röntgen Classics, der also perfekte Veranstaltungen macht. Darauf freuen wir uns hier. Wir hoffen, dass das Kartenmaterial nicht zu schwierig ist. Aber ansonsten denke ich, werden wir einen tollen Tag haben. Wir sehen jetzt hier auch gerade auch dein Fahrzeug. Mit welchem Fahrzeug bist du heute unterwegs? Ich bin heute mal hier mit dem Porsche. Das ist ein Fahrzeug von 1970. Den haben wir jetzt mal mitgebracht und wir hoffen, dass er für diese Veranstaltung nicht zu so schnell ist. Ja, und was erwartest du von der Strecke? Die Strecke, denke ich mal, wird für den Beifahrer sehr ambitioniert sein, denn dafür steht Jörg Stoßberg für ambitionierte Strecken. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Spaß heute bei der Veranstaltung. Danke. Jörg, auf welche Strecke geht es denn heute? Ja, wir haben eine ziemlich lange Strecke. Es sind auf der Vormittagsetappe 90 Kilometer und nachmittags noch mal ca. 80. Wir fahren hier von Wermelskirchen durch wirklich schönes Gebiet im Oberbergischen bis nach Oberpleis, wo die Mittagspause stattfindet. Dann erwartet die Teilnehmer eine kleine Aufgabe im dortigen Industriegebiet und dann geht es runter zum Rhein. Dann fahren wir mit der Fähre über den Rhein oder wie es richtig heißt, wir setzen über auf die andere Rheinseite und fahren dann in einem großen Bogen um Rheinbach rum äh, zum Ziel in Kerpen. Kleine Aufgaben gibt es, was bedeutet das? Kleine Aufgaben gibt es. Die Teilnehmer müssen gleich hier am Start eine Rollprüfung absolvieren und mit dem rechten Vorderrad genau auf einer Linie stehen bleiben. Die Abweichung wird dann mit Strafpunkten äh, geahndet oder versehen. Ähm die zweite prüfung ist eine zeitprüfung da gilt es 500 meter oder 5 kilometer zu fahren und das ziel zur vollen minute oder zur halben minute genau zu passieren du bist fahrleiter das bedeutet du fährst vorne weg mit welchem auto ich fahre mit einem wirklich sehr schönen fahrzeug hier und ich muss gestehen ich weiß gar nicht wie der typ genau heißt ich glaube es ist ein opel gt in einem tollen Rot, was uns das Autohaus Hildebrand zur Verfügung gestellt hat, dass wir damit als Vorausfragen die Strecke kontrollieren, ob es keine Umleitungen, Sperrungen oder Sonstiges gibt. Und wann erwartest du dann die ersten Teilnehmer wieder im Ziel? Die ersten Teilnehmer im Ziel werden in Kerpen so ca. 16 Uhr ankommen. Und wir sind wirklich sehr, sehr dankbar auch dem Autohaus Hildebrand. Dass man uns die Möglichkeit gegeben hat, hier heute Morgen den Start durchzuführen, das Frühstück einzunehmen für die Teilnehmer, einen leckeren Kaffee zu trinken. Also ganz, ganz großen Dank an Bernd Hildebrand. Ja, dann danke ich dir fürs Gespräch. Viel Erfolg am heutigen Tag und das unsere Impressionen zum Start der ersten Wermelskirchener Oldtimer Rallye rund um Schlossburg beim Autohaus Hildebrand in Wermelskirchen.